Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Präparationsfolge. Und heute haben wir dieses Monster hier vor uns. Und das ist ein Männchen von Cyclomatus metallifer finae. Ist momentan auch in Zucht, stammt von der Insel Peleng in Indonesien. Und ja, das hier ist ein ziemlich großes Männchen. Und wir messen mal eben nach. Auf dem Tütchen waren 85 mm angegeben. Gucken wir mal kurz, ob das auch hinkommt. Ja. Sind sogar fast 86 mm. Da ist noch Luft nach oben, aber ist schon eine ziemlich gute Größe. Sobald es über die 85 mm geht, wird es selten. Und diese Unterart kann bis 100 mm groß werden, aber das sind dann schon wirklich Sechser im Lotto, würde ich behaupten. Ja, es gibt verschiedene Farbvariationen bei dieser Unterart. Da gibt es komplett blaue Männchen. Er hier hat jetzt einen leichten bläulichen Schimmer in diesem Licht. Ist recht dunkel, es gibt auch rötlich gefärbte und satt goldgrüne Männchen. Da habe ich euch hier noch andere mitgebracht. Da haben wir hier ein kleines Nachzuchtmännchen von Cyclomatus metallifer finae. Er ist deutlich grüner. Und ja, 2010 habe ich den bekommen. Ich habe sie nicht selber nachgezüchtet und da waren Tiere in dieser Größenordnung eher typisch für Nachzuchten. Der hat gerade mal 42 mm. Aber mittlerweile gibt es auch große Nachzuchten von bis zu 80 mm bei dieser Art. Also da hat sich einiges getan. Und hier auf der linken Seite, das ist ein Männchen von Cyclomatus metallifer metallifer. Stammt von Sulawesi. Ich stecke ihn mal kurz weg und setze ihn ein bisschen in die Mitte. Ja, wie unterscheidet man die? Ist recht schwierig. Es gibt viele Unterarten von Metallifer. Am besten geht das über die Herkunft, wenn man weiß, woher die Tiere stammen, von welcher Insel. Also Indonesien ist so gut wie nichts wert, diese Information. Man braucht die genaue Insel von Indonesien und dann kann man recherchieren, auf welcher Insel welche Unterart vorkommt. Auf Sulawesi direkt kommt Metallifer metallifer vor und ja, das ist dieses Exemplar hier. Und man sieht, wartet, ich nehme eine Nadel, hier, ich hoffe, ihr seht es auch auf der Kamera, die Femora sind an den Hinterrändern orange gefärbt, was bei Metallifer finae nicht der Fall ist. Wenn ihr euch ihn mal hier anguckt, den kleinen, dann sollte auffallen, dass bei den finae diese Femora hinten nicht orange sind. Bei anderen Unterarten von Metallifer sind sie aber auch so orange und ja, das sind dann minimale Unterschiede, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, weil es jetzt um Finae geht. Und ja, gut, den Vergleich mit der Nominatform kann ich ziehen, weil ich die in der Sammlung habe. Am sichersten bestimmt man die Unterarten von Metallifer über die Herkunft. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Und ja, die Art steht auch noch bei mir auf der Liste zum Züchten. Also wäre sehr froh, wenn ich da mal ein Zuchtpaar in die Hände bekomme. Und ja. Würde ich mein Glück damit mal versuchen. Ja, Metallifer finae sind auch etwas stark glänzender als Metallifer metallifer zum Beispiel, die haben eine etwas rauere Oberfläche. Gut, dann fange ich mal an.
Das ist jetzt soweit das fertige Präparat. Und ja, in einer Woche werde ich ihn, denke ich, abnadeln können. Und dann hoffen wir mal, dass es so stehen bleibt, weil die Mandibeln rutschen irgendwie immer in ihre Ausgangsposition zurück. Hoffe, die trocknen jetzt so fest. Und mir ist aufgefallen, dass die rechte Mandibel etwas kürzer ist als die linke. Also ein kleiner Freak, wenn man so will. Ja, bis zum Abnadeln. Okay, der Käfer hatte jetzt ein paar Tage zum Trocknen. Und ich denke, er sollte bereit sein zum Abnadeln. Falls nicht, kann man da immer noch ein bisschen korrigieren, wenn er noch nicht komplett trocken ist. Deswegen, wenn man sich nicht sicher ist, ob das Ergebnis gut wird, lasse ich die Käfer meistens nicht komplett austrocknen, damit man noch die Gelegenheit hat, Korrekturen vorzunehmen, ohne den Käfer wieder aufweichen zu müssen, was immer blöd ist, wenn schon eine Nadel drin steckt. Aber bisher sieht es okay aus. Ich habe auch noch mal ein bisschen umgesteckt, als ich die Präparation beendet habe. Deswegen sieht er jetzt vielleicht ein Ticken anders aus als eben gezeigt. Okay, ja. Mist. Ja, okay, der Fühler hier steht etwas höher, das werde ich gleich nochmal umstecken. Und ja, ansonsten ist es echt in Ordnung geworden. Sehr schönes, großes Exemplar. Recht dunkle Färbung, leichter blauer Schimmer. Sieht man auch nicht allzu oft, meistens sind sie halt Richtung rot-grün. Und jetzt stecke ich ihn mal zu den anderen. Und dann, ja, ist das jetzt meine Cyclomatis Metalli-Versammlung. Ich habe noch ein paar kleine von den Finet im Kasten stecken, habe jetzt aber nur einen zum Vergleich rausgeholt. Ja, und da fällt euch vielleicht jetzt auch nochmal auf, dass die Finet etwas stärker glänzen als der Metallifa. Sehr, sehr coole Tiere durch diese extrem langen Mandibeln. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass ich sie auch demnächst mal lebendig in die Finger kriege, um sie zu züchten. Von der Seite sehen die so aus. Also ziemlich gerade die Mandibeln. Und ja, es kommen jetzt demnächst noch Cyclomatis truncatus dazu. Auf die müsst ihr euch aber jetzt noch ein bisschen gedulden. Und hoffe, ihr seid dann mit dabei. Und auch bei den weiteren Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, schreibt in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.